Gut, machen wir was anderes. Wir haben jetzt ein bisschen was vom neuen Lager gesehen. Wir haben festgestellt, das sind interessante Leute. Und da muss beim letzten Mal doch eine Blutfliege weggeflogen sein. Habe ich doch richtig gesehen. Weil, wir erinnern uns, ich habe hier alles ausgerottet. Und ich war einmal kurz der Meinung, dass eine Blutfliege weggeflogen wäre, ziemlich am Anfang. Und ich hatte recht. Sie ist weggeflogen. Und jetzt ist sie wieder da. Ich habe ja gesagt, die kommen irgendwann wieder zurück. Ja. Wie auch immer. Ja. Wir haben jetzt von Horatio also 5 Punkte Stärke geschenkt bekommen. Das ist absolut super und absolut hilfreich. Das ist, glaube ich, das einzige Mal im ganzen Spiel, dass man sowas machen kann. Aber es ist toll. Und damit sind wir jetzt erstmal fertig im neuen Lager. Wir haben dort eine Rüstung geholt. Wir haben dort ein bisschen Geld verdient. Und ja, das Wichtigste eben. So, da unten laufen schwarze Goblins rum. Von denen halten wir uns mal lieber fern. Außerdem sind da noch Varano und Lurker. Und weiß der Geier was noch alles. ja. Und dann gehen wir nochmal zurück zu der Sache mit der Levelei. Avatar, der Avatar, die Avatar, was auch immer, hatte es richtig erwähnt. Man merkt bei Gothic direkt den Unterschied, wenn man stärker wird. Also, das ist ein Spiel, wo man wirklich jede kleine Veränderung des Charakters direkt bemerkt. Ihr erinnert euch, am Anfang bin ich mit jungen Scavengern und jungen Mallrats gut klargekommen. Aber ein ausgewachsener Mallrat war dann schon zu viel, der hat mich zerfleischt, problemlos. Mittlerweile bin ich gerade mal auf Level 4, das heißt 4 Stufen höher als vorher. Man fängt ja auf Stufe 0 an in dem Spiel. Und ich bin so stark, dass ich mit diesen Viechern mühelos fertig werde. Ja, also ein Scavenger, ist mir doch egal, soll kommen, wenn er was will. Oder denken wir an den Wolf. Der Wolf hat mich mit 2 Treffern zerfleischt. Mittlerweile, ich kann's, wenn ich muss, kann ich es mit 1 oder 2 Wölfen gleichzeitig aufnehmen. Und gehe noch triumphierend aus dem Kampf raus. Vielleicht nicht unbeschadet, aber ich gewinne immerhin. Und das ist, was das ist, eben bei Gothic wirklich toll gemacht. Man hat nur so viele Gegner zur Auswahl, die man schlachten kann für EP, wie das Spiel vorsieht. Man bekommt nicht mehr Erfahrung, als eben die Programmierer irgendwann mal vorgesehen haben. Aber die Erfahrung, die man kriegt, reicht völlig, um sich das Spiel einigermaßen leicht zu machen, wenn man es richtig macht. Das ist Wahnsinn. Also, den Unterschied merkt man wirklich direkt. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt nur diese Kleinkramgegner, mit denen wir uns bis jetzt anlegen können, aber mit denen werden wir mittlerweile locker fertig. Am Anfang habe ich noch jeden Scavenger und jeden Mallrat einzeln angelockt, weil ich Angst hatte, dass sie mich zerfleischen, wenn ich mich mit mehreren anlege, und jetzt, scheiß doch drauf. 2 Scavenger, kommt her, habe ich kein Problem mit. Wir merken auch, die 5 Punkte Stärke haben sich ausgezahlt. Vorher habe ich noch 2 Schläge für einen Scavenger gebraucht, jetzt brauche ich nur noch einen. Wieder mal ein Fortschritt, ne? Und so geht das in dem Spiel quasi weiter. Also, wir werden wirklich merken, mit jeder neuen Waffe und mit jedem neuen Level-Up, das wir irgendwie auch sinnvoll verarbeiten, man muss die Punkte, die Lernpunkte ja auch einsetzen, damit man irgendwie sich verbessert, aber jedes Mal, wenn wir uns irgendwo verbessert haben, merken wir sofort auch wirklich einen riesen Unterschied, dass das Spiel leichter wird. Wirklich leichter. Und, ja. Och nö, jetzt haben die schon wieder eine Blutfliege geschlachtet, das gefällt mir gar nicht. Warum muss die Blutfliege auch da hinten rumfliegen? Ja, Schnauze. Schnauze, habe ich gesagt. Bevor die anderen beiden noch auf die Idee kommen, hierher zu kommen und nachzuhelfen. Okay, wenn die schon die Blutfliege geschlachtet haben, dann will ich sie wenigstens noch ausnehmen. Sonst verliere ich das ja auch noch. Ja, also die Erfahrung habe ich zwangsläufig verloren, aber wenigstens die Flügel will ich noch mitnehmen. Die sind Geld wert, also was soll's. Ja, ein bisschen Vorsicht ist hier geboten, weil Wald und so, ne, hier laufen Wölfe rum und Wölfe sind immer noch gefährlich, auch wenn ich gesagt habe, ich kann mit 1 oder 2 fertig werden. Wie gesagt, Wölfe, Rudeltiere, ne, die greifen gerne im Rudel an, wie das für Rudeltiere so ist. Wow, der hat mich direkt angegriffen, gibt's ja gar nicht. Der muss mich bemerkt haben, oh mein Gott. Ist ja auch egal. Ja, Scavenger, 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 ich muss vorsichtig sein. Ich verwechsel gerne mal Scavenger und Snapper von der Optik her. Und hier in der Nähe sind auch, ja, Snapper. Du willst nicht auch noch, oder? Dreh dich mal um. Und zuschlagen. Dankeschön. Ihr seht schon, die ziehen mir auch gar nichts mehr ab. Die treffen mich, aber ziehen so gut wie gar nichts ab. Das liegt daran, dass ich natürlich viel mehr Lebensenergie als vorher habe. Und daran, dass ich eine bessere Rüstungsklasse habe. Ich habe ja jetzt dieses Amulett von Neck. Und ich habe die, Butlerhosen aus dem neuen Lager, die ich geschenkt gekriegt habe. Und damit bin ich natürlich auch deutlich stabiler als früher. So, und jetzt kümmern wir uns um die hier.
Die habe ich die ganze Zeit extra stehen lassen, weil ich Angst hatte, dass die Jäger mir die meisten Erfahrungspunkte wegnehmen, wenn ich die jetzt angreife. Die packen nämlich ihren Bogen aus, schießen einmal und dann sind die Scavenger im Eimer. Ja, und dann kriege ich keine Erfahrung dafür. So habe ich es geschafft, alle drei Scavenger zu erledigen, bevor sie von Pfeilen getroffen wurden. Und damit sind es auch meine Erfahrungspunkte. So, du hast gesagt, ich soll dir eine Karte bringen, wenn ich an eine rankomme, wenn ich eine klaue oder so, aber ich kann keine Karte klauen und ich werde es auch nie lernen. Und du konntest mir Sachen beibringen, kannst du jetzt natürlich nicht mehr, weil ich es woanders gelernt habe. Alles klar. Dann ist das soweit abgehakt. Müsste da oben auf der Klippe noch ein Scavenger stehen oder hatte ich den schon getötet? Weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Ja, auf jeden Fall nutzen wir heute mal die Gelegenheit nochmal, um ein bisschen weiter zu leveln. Es ist ein bisschen schwierig bei Gothic. Also, ja, ich habe es ja schon mal erwähnt. Wenn man irgendwie dabei erzählen will, was so abgeht und so weiter und irgendwas hat, worüber man reden möchte und ein bisschen was erklären möchte, dann muss man eben wirklich sich außerhalb von den bewohnten Gebieten rumtreiben, weil in den bewohnten Gebieten hat man immer irgendwelche Leute, die mit einem reden wollen und ja, das ist doof. Übrigens, da ist eine kleine Höhle und in dieser kleinen Höhle dürfte gar nichts drin sein, zumindest nicht in Gothic 1. Spoiler-Alarm, in Gothic 2 gibt es diese Höhle auch und da ist was drin zu finden. Nee, aber hier ist er leer, ne? Ja. Ja, ist schade, ne? Da ist es so gut versteckt und dann ist nichts drin. Ist echt traurig. Vielleicht haben sie das beim ersten Teil einfach vergessen, dass sie hier eigentlich ursprünglich noch was reinmachen wollten, dann ist es ihnen irgendwie entfallen oder so. Wie auch immer. Ja, wenn wir eben in Lagern unterwegs sind, dann haben wir sehr viel Gespräch. Außerhalb von den Lagern haben wir sehr viel Kämpfe. Vorausgesetzt, dass wir eben wirklich vorhaben zu leveln und nicht einfach nur aus Spaß und einer Freude rumlaufen. Und ich könnte noch in die andere Richtung gehen, fällt mir gerade so ein. Ich bin ein bisschen unentschlossen, wo ich hin will. Ich will in erster Linie eigentlich nur hier außen rumlaufen, ein bisschen Viecher totschlagen und irgendwann ins Sumpflager gehen. Aber mir fällt dann andauernd ein, ja, hier hast du noch Gegner stehen lassen, hier hast du noch Gegner stehen lassen und so weiter und so fort. Oh, hier steht sogar noch irgendwie ein Rabenkraut oder sowas. Ja, wir erinnern uns, ne? Links oben ist ein Wolf, hier unten sind zwei Blutfliegen. Von beiden hatte ich mich ferngehalten, weil ich Angst davor hatte. Ach, ja. Ihr seid doch keine Bedrohung. So, Ende. Ja, und egal wie stark wir jetzt gerade sind, oder den Anschein machen, wie stark wir gerade sind, wir werden mit so einer Blutfliege vielleicht locker fertig, wir werden mit einem Scavenger oder Mole Rat locker fertig, wir werden auch mit einem Wolf fertig, wenn er allein ist, aber wir werden nicht mit den meisten Leuten fertig, die hier rumlaufen. Die meisten Leute sind nämlich stärker als die kleinen Monster. Das hat sich gelohnt. So, und dann können wir uns hier dran ergötzen. Ich will nicht zu viele Dietriche pro Truhe verschwenden, also wenn ich mehr als drei Dietriche brauche, dann lade ich lieber nochmal. Das war der erste. Das war der zweite. Okay. Boah, nur Kleinkram drin, ein bisschen Erz und so. Boah, scheiß drauf. Mal gucken, was in der anderen Truhe ist. Hoffentlich ist die nicht abgesperrt. Wäre mal ganz nett. Nö. Hey, nur einen Dietrich verbraucht. Super. Und ich krieg drei neue. Dann hat es sich ja gelohnt. Gut. Muss wohl mal ein Lager von Jägern gewesen sein oder so. Warum der Wolf sich hier rumtreibt, wissen wir nicht. Fragen wir auch nicht weiter nach. Kann uns egal sein. Ist im Moment von wenig Bedeutung. Aber ja. Ja, und im Gegensatz zu anderen Rollenspielen ist es hier auch wirklich so, man ist das ganze Spiel über eigentlich allein. Es kommt zwar gelegentlich mal vor, dass man irgendwo mit einem Partner rumläuft, der einem hilft und wo man dann auch wirklich den Unterschied merkt, weil man dann zu zweit mit Monsterhorden fertig wird, die einen alleine zerfleischen würden. Aber bei anderen Rollenspielen ist es ja so, man ist dann in einer Gruppe unterwegs mit drei, vier Leuten oder so oder vielleicht sogar mit mehr und die können sich gegenseitig unterstützen mit ihren Fertigkeiten und können dann auch als Gruppe mit sehr starken Gegnern fertig werden. Hier ist es eben so, wir haben es bei dem Lurker gesehen, das war das beste Beispiel, ein sehr starker Gegner macht mich fertig, ohne dass ich ihm überhaupt was antun kann. Also beim ersten Versuch habe ich den Lurker ja scheinbar auf falschem Fuß erwischt, da war er nicht so ganz bei der Sache und dann habe ich ihn einmal getroffen, habe ihm ein minimales bisschen Energie abgezogen, ungefähr so viel wie mir jetzt gerade fehlt, aber danach ging jeder weitere Schlag nicht mal ins Leere, sondern er wurde einfach abgewehrt, weil der Lurker zu stabil ist, zu zäh, zu hohe Verteidigungswerte hat. Dem konnte ich nichts anhaben. Und das gilt jetzt nicht nur für Lurker, das gilt auch für andere Gegner. Wir werden feststellen, dass Lurker eine richtig kleine Nummer sind und absolut ungefährlich im Vergleich zu anderen Biestern, die hier noch rumlaufen. Also Lurker sind ungefähr so stark wie Varane.
Ich glaube, ein Lurker ist ein bisschen stärker als ein Varan, aber nicht wesentlich stärker. Und wir können uns mit Varanen schon nicht anlegen, denke ich mal. Da ist ein Lurker natürlich gar keine Option. Wir haben es gesehen, ne? Lurker, keine Chance. Und du drehst ab, das ist gut. Dann kann der Scavenger nämlich zu mir kommen. Ja, noch einen Schritt vor. Du müsstest mich gesehen haben. Ja. Und beeil dich, bevor der Varan auf die Idee kommt, mitzukommen. Okay, ich hoffe mal, dass jetzt nur der Scavenger kommt. Was zum Geier war denn das? Ich hab's, glaube ich, schon mal erwähnt. So ziemlich in jedem Video oder so. Gothic ist die Mutter aller Bugs, aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Dass ich senkrecht in den Himmel fliege und dann wieder auf dem Boden lande. Und das ohne dabei zu sterben noch dazu. Sachen gibt's. Geil. Einfach nur geil. Hallo, ihr netten kleinen Mallrats. Ich will euch töten, weil ihr gebt Erfahrung und ihr gebt Fleisch. Und beides kann ich gut gebrauchen. So, und jetzt muss ich vorsichtig sein, weil hier im Wald Wölfe, ne? Wie in jedem verdammten Wald. Und wenn mal keine Wölfe im Wald sind, dann sind Orkhunde da. Die natürlich noch viel gefährlicher als Wölfe sind, aber genauso im Rudel angreifen. Ich kann Wölfe sehen, aber ich glaube, ich bin noch außerhalb ihrer Reichweite. Und Level up. Das ist super. Dann könnten wir jetzt bald mal Schwertkampfstufe 2 lernen. Ob es was bringt, ist wieder eine andere Sache. Vielleicht sollte ich lieber erstmal noch ein bisschen meine Stärke erhöhen. Kann ich den Scavenger anlocken, ohne dass die Wölfe mich bemerken? Das wäre jedenfalls schön. Ja, kann ich. Also, sobald ein Wolf mich sieht, ich hab's schon mal erwähnt, wird der anfangen zu bellen. Und dann kommen seine ganzen Kameraden angelaufen und bellen mit. Und wenn sie dann auf der Meinung sind, dass sie mich lang genug gewarnt haben, dann greifen sie auch alle zusammen an. Und das wollen wir immer noch vermeiden, nach Möglichkeit. Ja, weil ich muss nicht unbedingt sterben, wenn ich es vermeiden kann. Und das wäre ein Tod, den man durchaus vermeiden kann. Irgendwann sind wir so stark, dass wir ein ganzes Rudel Wölfe alleine platt machen, ohne dass wir ernste Probleme damit haben. So wie wir jetzt gerade diese vier Scavenger platt gemacht haben, ohne ernste Probleme damit zu haben. Aber noch ist es noch nicht so weit. Ja, wie gesagt, das Spiel ist ausbalanciert, ne? Wir werden noch sehr, sehr viel stärker werden in dem Spiel. Also irgendwann sind selbst ein Rudel Varane nicht mal in Ansatzweise eine Herausforderung oder ein Rudel Lurker oder sonst was. Irgendwann sind wir so mächtig, da lachen wir über diese Viecher. Die hauen wir mit einem Schlag tot. Ohne Scheiß, also wirklich. Mit einem Schlag. Bumm, zack, Ende. Aber noch ist es nicht so weit. So, mit denen muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Na, das sind schon wieder Wölfe, na toll. Die Blutfliegen ziehen ja doch noch ein bisschen Lebensenergie ab, wenn sie treffen. Und wenn ich jetzt alle vier auf einmal hätte, wäre ungünstig. Und ich glaube, die sind auch zu blöd, um auf die Brücke zu kommen. Oder auch nicht. Oh Mist. Das war ein Volltreffer. Das ging aber gerade ganz schön nach hinten los. Also, das hätte mein Tod sein können, verdammt. Und da sind definitiv mehr als zwei Wölfe. Drei Stück sehe ich schon mal mindestens. Das heißt, wenn wir einen anlocken, dann kommen die alle. Das wollen wir nicht, ne? Okay, ich glaube, ich sollte mich erstmal ein bisschen heilen, bevor ich hier noch irgendwie an Altersschwäche sterbe oder was weiß ich was. Nee, Altersschwäche wohl eher nicht, aber ein Hauch von irgendeinem Mistvieh und ich bin weg. Das wäre nicht so gesund. Gut. Aber ich bin wieder fit. Und ich hab's geschafft. Ich hab die vier Blutfliegen alle gemacht. Zum Glück sind sie auf die Brücke gekommen. Ansonsten hätten sie mich kalt gemacht. Also wenn sie mich umzingelt hätten, und das machen sie halt normalerweise, wenn sie die Gelegenheit kriegen, dann hätten sie mich auf jeden Fall kalt gemacht. Oh, da ist noch einer. Versteckt er sich hier hinterm Baum? Ich kann's nicht fassen. Skandal. Da fällt mir ein, ich wollte zwar ins Sumpflager gehen, aber bevor ich ins Sumpflager gehe, sollte ich nochmal einen kurzen Abstecher ins alte Lager machen. Dann kann ich nämlich bei der Gelegenheit gleich noch einen Quest erfüllen und ein paar Erfahrungspunkte kassieren. Und das wäre ja nicht verkehrt. Ach nee, das können wir doch gar nicht erfüllen, das Quest. Da war ja was. Ja, hör auf zu grunzen und stirb. Oh, da vorne sind jede Menge Wölfe. Wären die Wölfe nicht immer so in Riesengruppen unterwegs, ne? Dann wären die gar kein Problem.
Scheißviecher könnten doch mal alleine auf mich zukommen. Ja. Wald in Gothic, es ist immer das Gleiche. In Gothic 2 kannst du sogar noch ein bisschen brutaler im Wald abgehen als hier. Wobei, man sollte das nicht unterschätzen. Also Wölfe sind nicht das Gefährlichste, was so im Wald vor sich hin wuselt. Also wenn wir da weiter nach oben gehen, dann kommt ein Gegner, der wird uns zerreißen, indem er uns nur anguckt. Oh, cool. Zwei Trottel vom Sektenlager. Wo die wohl hinwollen? Ach, ich glaube, die wollen zur alten Mine oder so. Hallo, Hundi. Das hast du dir so gedacht, Kollege. Ja gut, dann machen wir das ein andermal. Oder? Wenigstens das eine könnte ich jetzt schon machen. Ja, okay, wir gehen nochmal kurz ins alte Lager. Lernen bei der Gelegenheit auch ein paar Punkte Stärke, damit wir ein bisschen stärker sind und so. Und ich glaube, ich probiere mal diesen Varan zu killen. Das wäre auch nicht schlecht. Wenn es klappen würde, jedenfalls. Ich meine, im Lurker habe ich ja schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Vielleicht klappt es ja beim Varan auch. Das Problem ist, dass Varane sehr, sehr schnell angreifen. Schlag doch mal zu! Ja, hier ist das richtige Timing gefragt, sonst mache ich ihm keinen Schaden. Oh. Holla, die Waldfee, der hat mich einmal getroffen und damit fast gekillt. Das ist doch wunderbar. Was lernen wir daraus? Varane sind eigentlich eine Nummer zu groß für mich. Einzeln okay, ja, kann klappen, muss aber nicht. Hey du, dich habe ich hier noch nie gesehen. Stimmt. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Das habe ich schon gemerkt, danke für den Hinweis. Ja, schieb mich noch gegen die Wand, du Penner. Gut, Mordrak wird auch noch hier irgendwo rumgeistern, nehme ich an. Aber mit dem wollen wir uns auch noch nicht messen. Der könnte noch eine Nummer zu groß für mich sein. Noch. Aber der Zeitpunkt wird kommen, da wir ihm haushoch überlegen sind. Der letzte Schuss. Ja, schlafen wir erstmal noch eine Runde. Gut, voll geheilt. Dann müssen wir jetzt die richtigen Leute finden. Erstmal muss ich zu Diego. Warum will ich zu Diego? Weil Diego mir Stärke beibringen kann. Was sinnvoll wäre. Dann will ich noch diesen Sektenspinner suchen. Und ich sollte noch zu Fletcher. Stimmt, ich sollte noch zu Fletcher gehen. Da gibt es noch ein paar Erfahrungspunkte geschenkt. Die nehme ich mal mit. Es gibt zwei Leute, die auf der Suche nach Neck sind. Also mal abgesehen von diesem Reiskocher Sneff, zu dem sollte ich auch noch gehen. Gibt es noch zwei andere Leute, die nach Neck suchen. Und ja, einer davon ist Fletcher. Wegen Neck. Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein! Verdammt! Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Sketty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Irgendwie dachte ich, dass ich hierfür Erfahrung kriege, aber okay. Es gibt noch eine Person jedenfalls, jetzt noch, die gerne, ja, eben Dings kennenlernen würde, falsch wissen würde, wo Neck ist, und wir können theoretisch mit dieser Person sprechen, aber der wird von uns wollen, dass wir einen Beweis dafür bringen, dass wir Neck gefunden haben, und der einzige Beweis, den wir haben, ist das Amulett, und das will ich noch nicht hergeben. Ich denke, das kann man verstehen. Dieser Schutz vor Waffen oder so 5 ist einfach was, das ich im Moment noch gut gebrauchen kann. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Dankeschön. Den nehmen wir doch immer wieder gerne mit. Hallo Matt, schön, dass du mich nicht anlaberst. Ich mag dich nicht. Okay. Diego, mein Freund. Wir müssen reden. Kannst du mir was bei... Ja. Ja, du kannst. Ich will Stärke, und zwar 5 und nochmal 5. Das ist doch super. Habe ich jetzt noch Lernpunkte übrig? Kampfkraft, komm bald wieder. Habe ich noch Lernpunkte übrig oder ist jetzt alles verbraucht? Ich habe noch 6 Lernpunkte. Und ich habe eine Stärke von 40. Ich glaube, da setze ich einfach mal noch mal ein paar Punkte drauf. Ja. Also, Ja. 5 Punkte wenigstens setze ich mal drauf. Den einen hebe ich mal noch auf für, weiß der Geier, vielleicht habe ich noch irgendwo was vergessen, wo man nur einen Lernpunkt braucht. Und dann ist das okay. Gut.
Hauptsache ist, ich bin jetzt deutlich stärker. So, da vorne steht schon wieder Bloodwin, mein bester Freund. Ah, ich glaube, wir nehmen uns jetzt mal die Freiheit raus und reden mit ihm, damit ihr wisst, warum ich mich die ganze Zeit von ihm fernhalte. Es gibt dafür wirklich einen guten Grund. Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen, aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns, wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Ja, sehr freundlich von dir. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, ein Freundschaftsangebot abzulehnen. Ja, 10 Erz müsste ich bezahlen. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Unterbrecht mich doch nicht so. Ich habe doch schon das Gespräch beendet, verdammt. Für mich war es jedenfalls vorbei, ja. Ich soll also 10 Erz Schutzgeld bezahlen. Und ich glaube, er sagt das sogar mehrfach. Also alle paar Tage sagt er dann wieder, ja, es wird mal wieder Zeit, dass du dein Schutzgeld bezahlst und so. Und warum soll ich dem meinen Erz in den Arsch schieben? Also das sehe ich jetzt immer gar nicht ein. Also bitte. Das ist mein hart verdientes Erz. Für das musste ich so viel Zeug klauen, das kann der sich gar nicht vorstellen. du bist bestimmt Baal Parves, oder? Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen, folge mir. Ich komme gleich nach, ich muss noch jemanden suchen. Ich suche Dusty. Wer ist Dusty? Bist du Dusty? Ja, du bist Dusty.